Bundessieger, erster Bundessieger, starke Schule 2017. Die Ganztagsschule Johannes Gutenberg in Wolmirstedt jubelt, auch weil wieder alle Zehntklässler die mittlere Reife geschafft haben. Von den Schülern über die Lehrer bis zu den Eltern, an diesem Erfolg hat jeder seinen Anteil. Bei uns ist sehr stark die Selbstorganisation ausgeprägt. Also jeder Mensch ist der Chef seines eigenen Lebens und das gilt bei uns auch für Kinder. Und das macht, glaube ich, Schule bei uns in besonderem Maße aus, dass nicht der Lehrer die Ziele setzt, sondern dass die Kinder sich die Ziele selbst setzen und von uns dabei unterstützt werden. Die Gutenberger nennen das SPL, selbstorganisiertes, praxisorientiertes Lernen, Eigenverantwortung eben. Die siebente Klasse ist konzentriert bei der Sache. Jeder hat einen Wochenplan mit Aufgaben aus den Hauptfächern, den er eigenverantwortlich abarbeiten muss. Gibt's ein Problem, fragen die Kinder zuerst ihr Team am Tisch. Denn Niklas hat mich halt um Hilfe gebeten, weil er das nicht so richtig hinbekommt mit der Flagge. Und ja, deswegen habe ich ihm halt aber geholfen. Josepha und Amy haben eine Frage zu Emmanuel Macron, die ihnen ihr Team nicht beantworten kann. Kein Problem, sie schreiben es an die Tafel und kurze Zeit später wird ihnen geholfen. Die Lehrerin muss selten einspringen. Ja, also wisst ihr, wie lange er noch Präsident ist? Ja, der ist noch 5 Jahre Präsident. Okay, danke. Ich habe ja gewechselt von halt meiner normalen Sekundarschule und ich finde das ja hier besser als dort, weil es einfach einfacher ist und du immer gleich nachfragen kannst, wenn du was nicht verstehst. Das heißt also, ihr zum Beispiel, ihr geht dann auch vorne an die Tafel und guckt, was da für Fragenkarten sind? Das effektive Selbstlern- und Selbsthilfeprinzip überrascht auch gestandene Pädagogen. Regelmäßig besuchen Lehrergruppen aus ganz Deutschland die Gutenberg-Schule, um das Erfolgsrezept zu studieren. Bei manchen Besuchern, mit denen schließe ich sogar eine Wette ab und wir wetten darum, ob sie einen Schüler finden, der nicht arbeitet. Und dann gehen wir durch die Schule und in der Regel gewinne ich, dass alle Schüler arbeiten. Klassenzimmer oder Gang, die Schüler entscheiden selbst, wo und wann sie ihre Aufgaben erledigen. Während Yannick Mathe macht, bereiten Nils, Nick und Alexandra die Klassenfahrt vor. Wir planen das, weil unsere Klassenlehrerin gesagt hat, wenn ihr dahin fahren wollt, macht ihr ein Planungsteam, ihr plant das dann. Und ich kümmere mich dann nur um die Zugtickets, wenn ich von euch die Infos habe. Und das Gute dabei ist, dass wir uns auf unser späteres Leben viel besser vorbereiten im Arbeiten im Team. Zum Beispiel in der Autowerkstatt arbeitet man ja auch mit einem Team oder mehreren Leuten am Auto. Oder auch in größeren Firmen, in Bürojobs hat man ja auch ein Team. Und das bereitet einen generell viel besser auf das spätere Leben vor. Ungewöhnlich ist auch der Technikunterricht. Dafür wurde sogar die alte Sporthalle in eine regelrechte Werkhalle umfunktioniert. Die Schüler können nach ihren Interessen aus unterschiedlichen Kursen wählen. Zum Beispiel Automatisierung. Wir haben heute einen Pfandflaschenautomaten gebaut. Am induktiven Sensor wird dann halt erkannt, ob es Aluminium oder Metall ist. Wenn es Metall ist, soll der Hubmagnet das Ganze trennen, sodass er... dass das Metallteil dann hier runter geht. Und das Plastikteil fließt durch. Genau. Ich denke, dass es mich auf meine Zukunft vorbereitet, da ich später mal Industriemechaniker werden möchte. Nebenan im Bionik-Kurs geht es heute um Wärmedämmung. Unsere Aufgabe ist für ein Kaninchen, was im Stall ist, was im Winter friert, sollen wir jetzt irgendeinen Stoff rausfinden, der halt das Kaninchen dann wärmt. Wir probieren halt viele verschiedene Sachen aus der Natur aus und das macht Spaß, weil die Gruppe arbeitet ja zusammen, wir sind ein Team. Unser Ansatz ist, dass dort überwiegend fächerübergreifend gearbeitet wird, dass sich also in diesen einzelnen Angeboten immer verschiedene Lehrplaninhalte wiederfinden. Zum Beispiel in Bionik habe ich Biologie, Technik und Ethik drin. Mhm. Nur wenige Schulen haben diese idealen Voraussetzungen. Umso wichtiger ist für sie der Blick über den Tellerrand des Klassenzimmers. Zum Beispiel mit Physikunterricht im Wissenschaftsmitmachmuseum Inspirata in Leipzig. Unterschiedlichste physikalische Phänomene zum Anfassen nehmen die Scheu vorm unbeliebten Fach. Auch Physiklehrerin Jeanette Sabatowski erlebt ihre Achtklässler aus einem völlig neuen Blickwinkel. Eigentlich ganz anders. Sie sind viel offener, gehen mehr auf einen zu, zeigen deutlich, dass sie auch Spaß daran haben. Diese sechste Klasse hat Mathematikunterricht. Nicht theoretisch, sondern
ganz praktisch. Also man hat hier 14 Familienmitglieder und 24 Stück Schokolade. Also, naja, das ist eine schwere Nummer. Wie teilen Selim und Felix die Süßigkeiten gerecht auf? Lieber doch ein Messer, knifflig, aber lustig. Wir können niemanden zwangsbeschlauen, weder in der Schule noch hier. Und wir versuchen das mit unserer Ausstellung im Schwerpunkt zu unterstützen, dass eben alle Exponate zum Mitmachen anregen, darauf ausgelegt sind, sich selber damit auseinanderzusetzen, zu forschen, zu entdecken und daraus den Lerneffekt zu ziehen. Praxisnah und selbstständig lautet die Devise. Nicht nur Helmut Thiel beweist mit seinen Gutenbergern, dass dieses Lernprinzip funktioniert. Die Zehntklässler liegen wieder über dem Landesdurchschnitt und seit 1998 gibt es hier keine Schulabbrecher.